Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Episode zu Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Wir haben jetzt gerade 3.51 Uhr in der Nacht mal wieder, wo ich das Ganze hier aufnehme. Das bedeutet also, wundert euch nicht, wenn ich heute in der heutigen Episode wieder so ein bisschen meine Stimme, ja ein wenig, ich sag mal 3 Dezibel, vielleicht auch 3,10 Dezibel nach unten verlagere, damit ich halt eben hier nicht komplett das gesamte Haus aufwecke und gegebenenfalls auch meine Nachbarn. Wie dem auch sei, in der letzten Episode haben wir ja diese komische Schwinge, diese komische Feder, die wir da hatten, zu irgendeiner so einer Regenbogenfeder oder sowas gemacht und sind jetzt kurz davor zu dem Weit-Weitberg zu gehen. Ich glaube, so hieß der zumindest, Weit-Weitberg. Und dort soll sich ja anscheinend Ho-Oh befinden. Ich bin auf jeden Fall ultra gespannt. Ich weiß auch gar nicht so unbedingt, was da alles auf uns zukommen wird. Wir sehen hier auf jeden Fall erstmal wieder Hashtag Ehrenmann Pelipper. Ihr wisst Bescheid, ne? Wie es mit Pelipper läuft. Wir gucken mal, was der Post hier reingeworfen hat. Fanclub sucht Mitglieder. Oh, vielleicht kann sich ja einer von euch, einer von den Zuschauern da irgendwie melden. Fanclub sucht Mitglieder. Wir geben hiermit die Gründung des Fanclubs Rot und Blau bekannt. Wir sind eine Organisation, die Pokémon-Retterteams unterstützen will und wir suchen neue Mitglieder. Willst du unsere hart arbeitenden Helden auch nicht mit allen Kräften unterstützen? Plusle und Minun. Ja, wie gesagt, falls ihr da draußen die Zuschauer dabei treten wollt oder sowas, lasst es mich wissen. Ich werde euch in Kontakt setzen mit den Minun und Plusle hier. Was haben wir sonst noch? Ach ja, die ganzen alten Geschichten hier. Ich weiß, dass dieser Weit-Weit-Berg relativ, ja, ich sag mal, relativ tough sein wird. Der Berg ist auf jeden Fall etwas, was man nicht unterschätzen darf, denn ich glaube, der ist auch irgendwie 40 Ebenen oder so groß. Das ist halt ultra übertrieben. Ich würde jetzt einfach mal, damit es halt eben schneller geht, einfach mal alle Samen hier ablegen. Das geht schneller, als die einzelnen zu verkaufen. Der Staub will ich auf jeden Fall behalten, weil, also Wasserstein können wir auf jeden Fall aufwegsetzen, Schleimkosten und so. Ich glaube, der Staub möchte ich noch behalten. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich halt eben Angst habe vor Monsterräumen. Wir kennen alle Monsterräume im Pokémon Mystery Dungeon, bin ich mir zumindest sehr sicher. Und die können halt eben ganz schön daneben gehen. Wie gesagt, ich glaube, Erdbeben war so, dass es auch schadet allen Pokémon im Raum außer Anwender. Okay, alles klar, ich werde auf jeden Fall Erdbeben nicht Sumbex beibringen. Nein, auf gar keinen Fall. Sonst kille ich halt eben meine gesamten Kollegen, außer die fliegen. Und das tun sie halt eben nicht. Wenn ich Glutexo zu Glurak weiterentwickle? Oh, hätte ich jetzt Glurak. Warte mal. Was für ein Level hat Glutexo momentan? Ich glaube 34 oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, ich glaube schon. Na komm, Aldin. Oh, 34, wie viel brauchst du noch? Oh, viel zu viel. Ey, stellt euch mal vor, Aldin könnte fliegen, weil er ein Glurak ist. Wie geil wäre das bitte? Ich schwöre es euch bei Gott, ich würde auf jeden Fall Sumpex sofort Erdbeben bringen. Das wäre so die geile Synergie und ich kann es nie machen. Ach, naja, egal. Ich muss auf jeden Fall mich gut ausrüsten, denn ich glaube, dieser Dungeon hat irgendwie 40 Ebenen oder was da war. Wie gesagt, ich habe mir das mal angeschaut gehabt auf PokeWiki. Und 40 Ebenen, das ist nicht wenig. Das ist auf gar keinen Fall wenig. Ich nehme sogar einen Heilsamen mit. Hättet ihr das jemals glauben können, dass ich mir einen Heilsamen kaufe beim Kecleon-Markt? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall kaufe ich mir hier lieber nochmal einen Heilsamen. Einfach nur für den Fall, dass ich vergiftet werde, verbrannt werde oder sowas. Und da ist jetzt gerade nicht irgendwie der Ausgang oder so. Gedankengut. Oh, wie sick. Warte, was war nochmal? Modi? Nee. Steinorb? Auch nur direkter Gegner. Meine Fresse, Leute, ihr müsst auch mal perfekte Orbs für mich hier dabei haben. Ich hoffe, ich habe noch genügend Belebersamen, die ich zumindest mitnehmen kann. Weil wir haben ja schon gesehen, wie heftig schwer auf jeden Fall die anderen Dungeons waren aus der letzten Episode. Und, warte mal, ich speede das Ganze, würde ich mal sagen. Ich nehme jetzt mal so viele Belebersamen mit, wie ich überhaupt nur mitnehmen kann. Also alle. wir haben ja gesehen gehabt in der letzten Episode, wie unfassbar schwer das sein wird. Und ich möchte hier ungerne direkt verkacken. Also natürlich, ich möchte ungerne sowieso immer verkacken, aber wenn ich 40 Ebenen mache in einem Dungeon, ich dann zum Beispiel in der 39. Ebene oder so verkacke, dann werde ich ein ganz anderer Marcel. Das sage ich euch. Sinelbeeren nehme ich, glaube ich, auch nochmal mit. Ich glaube, warum habe ich Sinelbeeren eigentlich nie mitgenommen? Fällt mir gerade ein. Gibt es da einen Grund für? Ich glaube nicht. Warum habe ich die Sinelbeeren nie mitgenommen? Hallo? Die sind auf jeden Fall ultra wichtig für sowas. Ich weiß auch gar nicht, welche Pokémon sich da überhaupt befinden auf der Ebene. Ich nehme auf jeden Fall Job-Elixier mit. Davon habe ich auch nichts, glaube ich, oder? Wollen wir vielleicht erstmal noch einen Job machen, bevor wir da reingehen? Warte mal. Ich habe jetzt... Nee, ein Job-Elixier ist viel zu wenig, sorry. Nee, das kann ich auf gar keinen Fall machen. Ich schaue mal ganz kurz, ob man hier irgendwo nochmal einen Job hat oder sowas, wo man einen Top-Elixier abholen kann. Dann werde ich auf jeden Fall diesen Job erstmal erfüllen. 200 Pokédollar, 100 Pokédollar, 200 Pokédollar, komm schon, Rotgummi, Beleber... Oh, Belebersam ist aber auch... Aber eskortiere mich. Tentara zu Vulpix bis E19 oder was es da war. Oh, was hat... Scheiße. Jetzt habe ich ein Problem. Das wäre auch zu schön gewesen. Seien wir mal ganz ehrlich, das wäre auch zu schön gewesen. Habe ich hier irgendwas? Top-Elixier. Georockbrock. Okay. Pirsifbeere zum Testen gesucht, bitte, ich belohne dich auch. Okay, alles klar, das machen wir auf jeden Fall. Nahe, klein, ach, nahe schon wieder. Das bedeutet also, ich werde auf jeden Fall den wieder nicht finden. Hatte der hier eine Pirsifbeere zufällig? Ich glaube, ich habe nämlich gar keine, oder? Ah, hat er nicht. Sag mir bitte, ich habe einen bei der Kangama-Lager. Wenn nicht, dann habe ich wirklich ein Problem.
Weil dann kann ich kein Top-Elixier holen. Dann gehe ich auf jeden Fall nach dem Belebersamen, aber muss ja nicht sein. Ich habe hier auch keinen. Ich habe keine Passivbeere. Finde ich da eine? Was meint ihr? Ach, sind wir mal ganz ehrlich, dieser Kleinhain. Ich bin mir sicher, ich finde da schon einen. Ja, ich gehe in den Kleinhain rein. Ich schaue mir das Ganze mal an. Ich brauche da auch gar kein anderes Pokémon mitnehmen. Das ist der erste Dungeon, sind wir mal ganz ehrlich. Ach, da finde ich bestimmt eine Passivbeere. Da finde ich bestimmt noch eine Passivbeere. Sehr sicher. Ich kann mich daran erinnern, dass im Kleinhain relativ häufig Passivbeeren sind. Ich glaube, da sollte ich welche finden. Wir sehen auf jeden Fall erstmal Geld. 22 Poké-Dollar, ist süß. Wampel, zack, One-Hit. Na, natürlich. Hallo, ich treffe nichts. Ach, dankeschön. Aber Wampel will ich auch nicht rekrutieren. Tut mir wirklich leid, Wampel, aber wir wollen nichts von dir. Das sieht nicht gut aus. Kein Item. Ich glaube, da unten ist auch gar kein Raum mehr. Nee, geht nur wieder nach oben. Taubsi, geh doch woanders hin, Alter. Geh irgendein anderes Pokémon. Ich will euch... Ey, ich möchte euch allen etwas zugute tun, ja? Indem ich euch nicht attackiere, okay? Also, lasst es einfach sein am besten. Ich glaube, ihr wollt alle nicht sterben. Ich glaube, ihr wollt noch alle leben. Jetzt gib mir bitte eine Persivbeere hier. Persivbeere, Persivbeere. Ja, Taubsi, geh mal woanders hin. Keine Persivbeere. Vielleicht ist es auch einer dieser Missionen. Warte mal. Steht das hier? Finde Persivbeere. Ja, vielleicht ist es auch so eine Mission, wo die Persivbeere sich im Dungeon befindet. Ich habe mir auch gar nicht die Jobbeschreibung so genau durchgelesen. Aber es könnte natürlich auch sein, dass sich hier die Persivbeere irgendwo befindet. Gar nichts. Okay. Mal wieder eine Sackgasse. Warum auch nicht? Aber es könnte natürlich auch sein, ne? Aber nahe, diese immer... Ach, wir haben doch schon bei der letzten Mission, wo ich dieses nahe so und so weiter hatte. Ach, Sinelbeere. Da war das ja auch nicht da. Obwohl das ja eigentlich hätte da sein müssen. Wir werden sowieso nur verarscht. Mal gucken, was jetzt kommt. Hier muss jetzt eine Passivbeere drin sein. Scheiß die Wand an. Hier, bitte, bitte, bitte. Als ob! Als ob! Okay, passt auf. Okay, passt auf. Ich setze eine Theorie. Finde Passivbeere, Kleinhain, nahe U3... Diese Nahe-Missionen sind alle komplett für den Arsch. Das ist jetzt hier auf jeden Fall das, was ich daraus ziehe. Weil wir sind fertig. Habt ihr irgendwo hier in diesem verkackten Dungeon eine Passivbeere gefunden? Ich nicht. Wenn ihr eins gefunden habt, lasst es mich gerne wissen. Ich habe keins gefunden hier im Kleinhain. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was diese Nahe-U-So-und-So-und-E-So-und-So überhaupt für Missionen sind. Aber mir ist das Gefühl, die sind alle total für den Arsch und sind alle, funktionieren alle gar nicht. Also, irgendwas ist da doch ziemlich komisch. Oder es ist halt random. Finde Passivbeere, ja. Dann geh in den Dungeon rein und guck, dass du es vielleicht findest, wenn du Glück hast. Oder was ist das für eine Mission dann? Ach, kein Top-Elixier für mich. Ah, Effekte für der Phragia-Beere. Ja, das brauchen wir uns eigentlich nicht durchlesen, weil das kennen wir ja schon. Ja, zumal wir außerdem keine Phragia-Beere beispielsweise suchen. Gesucht Passivbeere, sagt er. Ja, schön. Ich hätte auch gerne Passivbeere. Oh, Leute, 1000 Poké-Dollar. Hilf mir. U37. Nee, kann ich aber auch nicht machen. Ich guck mal, vielleicht hat kein Kleon ja jetzt eine Passivbeere oder sowas und dann cheate ich mir irgendwie sozusagen hier den Erfolg da. Oh, er hat aber zwei Riesenäpfel. Ich nehme aber, glaube ich, nur einen mit, weil sonst habe ich gar keinen Platz mehr irgendwie im Beutel. By the way, hat auch nochmal Andi in die Kommentare geschrieben, ich soll mir selber Surfer beibringen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was ich davon halten soll. Das Problem ist halt eben, wie gesagt, ich habe nicht so viel AP. Ich habe aber überlegt, einfach Eisstrahl wegzumachen. Sollte ich Eisstrahl setze ich nicht so häufig ein. Ich mache Eisstrahl weg. Komm, ich mache Eisstrahl weg. Ja, boah, ich habe es jetzt getan. Ja, ich habe jetzt Eisstrahl weggemacht. Wie gesagt, Andi hat mir in die Kommentare geschrieben, gibt es einfach, also gibt es einfach mir, weil es halt eben sehr starke Step-Attack ist und so weiter. Da hat er auch recht. Das muss ja nicht, ne? Hat er auch recht, der Andi. Gar keine Frage. Aber was für ein Apfel setzt, was für ein Item setze ich noch weg? Ach komm, eine Sinelbeere kann auch nochmal weg. Da hat der Andi auch recht, gar keine Frage. Will ich auch gar nicht irgendwie hinterfragen, auf jeden Fall. Ich dachte mir halt eben nur so, Aquaknarr hat halt eben mehr AP. Und ich brauche halt eben auch AP. Wir haben es schon gesehen, aber wenn ich vor allem so ein Mega-Dungeon mache mit 40 Ebenen heute in diesem Part und so weiter, dann seht ihr ja sowieso, dann wird sowieso, ach, da muss ich mich sowieso darum kümmern, Top-Elixier. Da habe ich auch gerade Top-Elixier gesehen. Da muss ich auch darum kümmern, halt eben viel AP zu haben. Okay, ich finde nicht heraus, hilf mir, machen wir. Stillklamm, let's go. Und ich würde sagen, Kleinhain einfach löschen. Wir finden da gar keine Passivbeere mehr. Wir finden da, sind wir mal realistisch. Ich habe sowieso kein Glück in dem Spiel. Ich habe sowieso kein Glück allgemein. Warte mal, erstmal gucken, hat er hier irgendwas Geiles für uns oder so? Eine geile TM oder so? Okay, Kleon, gib mir mal irgendwas Geiles. Oh, eigentlich, ah nee. Nee, haben wir schon, glaube ich, wenn man die alles täuscht. Ich habe sowieso kein Glück. Ja, mich kennt man, glaube ich, schon ziemlich gut, wenn es darum geht, Glück zu haben, ja oder nein. Habe ich nicht. Und deswegen sind wir mal alle realistisch. Ich werde auf gar keinen Fall eine Passivbeere finden. Ist ja auch egal. Ich werde auf jeden Fall Jurop finden, der hier im Stillklammer dem sich irgendwo befindet und anscheinend nicht mehr weiter weiß. Och, komm schon. Gib mir die Hosensack jetzt hier, du Flor. Giftpuder auch nochmal gleich hinterher. Hätte ich jetzt eine Passivbeere, wa? Hätte ich jetzt eine Passivbeere. Die ich nicht habe. Ja, spammt jetzt Lockduft, wie ihr fröhlich seid. Hätte ich jetzt Eisstrahl, wa? Für die Pflanzenpunkte.
Eigentlich war das extrem dumm von mir. Ich hatte Eisstrahl immer ganz gut für die Pflanzen-Pokémon einsetzen können. Ich erinnere mich beispielsweise noch an die Tropius und so. Oh, hier ist ja auch wieder ein Scheiß, ey. Ohne Mist. Hier ist wieder alles voll mit Items und so weiter, aber keine Treppe. Ich möchte aber eine Treppe finden, weil ich mich nicht mit diesen Pokémon hier herumschlagen möchte. Denn diese Pokémon sind hier alle viel zu schwach. Würde du vielleicht hier nicht auch die ganze Zeit Lockduft spammen und damit dafür sorgen, dass ich überhaupt nicht mehr weiterkommen kann? Dankeschön. Das nächste Mal kille ich die einfach weg oder so, damit es halt nicht komplett auf den Sack geht. Zumal diese Folge heute womöglich auch wieder ein bisschen länger sein wird. Ich kann mir vorstellen, diese Episode heute wird wieder locker 50 Minuten lang oder so. Zumal ich ja jetzt mich erstmal darauf vorbereiten möchte, in diesen Dungeon überhaupt... Dungeon! Ich freue mich, in diesen Dungeon reinzugehen. Nee, aber vor allem, wenn ich dann halt eben in diesen Dungeon reingehe, wo ich dann 40 Ebenen machen muss und so weiter, da muss ich mich sehr gut darauf vorbereiten. Das bedeutet also, ich werde jetzt auf jeden Fall locker irgendwie knapp 20 Minuten oder sowas hier doof durch die Gegend latschen, um einfach irgendwelche Items oder sowas zu bekommen, um Missionen zu erfüllen, damit ich Items bekomme, die ich brauche, um dann halt eben dann noch einen 40 Ebenen Dungeon zu machen. Ich hoffe, ihr habt irgendwie, keine Ahnung, jetzt gerade im Hintergrund irgendwas zu spielen oder so, denn ich glaube, das hier jetzt komplett anzuschauen und so weiter kann sehr langweilig werden, zumal ich auch nicht so viel ausrasten kann, wie ich es sonst immer tue. Normalerweise bin ich ja immer so ein bisschen, ja nennen wir es mal, ein bisschen emotionaler. Normalerweise brülle ich ein bisschen rum und so weiter und wie gesagt, heute muss ich so ein bisschen meine Stimme herunterziehen, damit ich halt eben das ganze Haus natürlich nicht wecke. Wie dem auch sei, ich kann euch auf jeden Fall schon mal ankündigen, ich glaube, wenn diese Episode hier rauskommt, habe ich das sogar tatsächlich schon aufgenommen. Und zwar habe ich jetzt einen Upload-Plan. Ja, müsste eigentlich so sein. Diese Episode hier müsste eigentlich am Dienstag rauskommen, wenn ich meinen Upload-Plan noch richtig in Erinnerung habe. Das bedeutet also, ihr solltet das gesehen haben. Wenn nicht, Leute, erzähle ich euch das jetzt ganz kurz. Auf meinem Discord-Server, ich kann schon gar nicht mehr richtig reden, ich muss jetzt reden wie Morgs. Kennt jemand von euch Morgs? Ist ja auch egal. Auf meinem Discord-Server, wer noch nicht auf meinem Discord-Server ist und gerne joinen möchte, Link dazu in der Videobeschreibung, aber auf meinem Discord-Server habe ich nämlich erst vor kurzem, ich habe jetzt ein Video erst vor kurzem hochgeladen auf meinem Kanal, ich will gar keine Sinelbeere, habe ich hochgeladen auf meinem Kanal, wo ich davon gesprochen habe, dass ich jeden Sonntag auf meinem Discord-Server und auf meinem Twitter-Profil, Link dazu natürlich auch in der Videobeschreibung, dort werde ich nämlich jeweils jeden Sonntag immer meinen Upload-Plan hochladen oder besser gesagt veröffentlichen für die kommende Woche. Das bedeutet also jetzt einfach ganz, und das haben wir glaube ich noch nicht, oder? Ich nehme einen Hunduster einfach mal mit, weil wie gesagt, ich glaube, ich habe noch gar keinen Hunduster. Und das wäre eigentlich ziemlich cool, wenn wir noch einen Hunduster halt eben hätten. Wenn ich halt eben so ein paar Pokémon irgendwie habe in den Partnerarealen und so weiter. Ich brauche aber nur einen Hunduster. Nein, danke. aber ich werde dann halt eben jeden Sonntag immer für die Woche, die da drauf halt eben kommt, immer meinen Upload-Plan halt eben veröffentlichen. Das habe ich jetzt auch schon gemacht für diese Woche, die halt eben hier rausgekommen ist. Das bedeutet, Hunduster, geh mir bitte nicht auf den Sack. Das bedeutet also, falls ihr sehen wollt, welche Videos hier noch in dieser Woche kommen werden, also zum Beispiel jetzt nach Pokémon Mystery Dungeon und so für diese gesamte Woche oder wann überhaupt Pokémon Mystery Dungeon alles kommt und so, dann schaut auf jeden Fall auf meinem Discord-Server vorbei und folgt meiner Twitter-Seite. Ja. Ein bisschen Werbung jetzt auch gemacht und so. Ihr wisst Bescheid, ich bin ein heftiger Influencer. Hier geht es halt eben auch darum, die Leute an meine Social Medias zu packen und so, damit halt eben das Bestmögliche hier rausgenommen werden kann. Aber ich kann euch sowieso nur Twitter und Discord irgendwie raten oder so. Ich habe sonst, glaube ich, nichts. Und falls ihr irgendwie ein Euro oder sowas übrig habt, könnt ihr mir noch spenden oder so. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Ich habe noch einen Tippi-Stream-Spendenlink irgendwie unten. Ihr könnt auch meinetwegen dann auf, keine Ahnung, Instant Gaming oder sowas mich unterstützen, wenn ihr Spiele kauft unter meinem Link oder so. Ja, aber das sind so Sachen, die promote ich schon lange nicht mehr. Energiesparer, sehr geil. Das ist sogar extrem geil, weil dann kann ich Anti-Hafthut wegmachen. Oh, Leute, warte mal, oder war das? IQ prüfen? Energiesparer, da ist es doch. Ja, genau, Magen... Ach, Selbstheiler geht dann aber, ne? Holt sich schneller von Statusproblemen. Da habe ich aber lieber Energiesparer, glaube ich. Da muss ich nicht so viele Äpfel mitnehmen. Und dann kann ich andere... Oder wobei will ich das machen? Selbstheiler ist schon eigentlich ziemlich geil, ne? Ja, ich mach erstmal Selbstheiler rein. Wird schon funktionieren. Wir haben auf jeden Fall Europe gefunden. Wo war ich gerade überhaupt nochmal stehen geblieben? Ich habe das schon wieder alles vergessen. Ich bin schon wieder... Genau, schaut einfach Upload-Plan nach. Da seht ihr, wann Pokémon Mystery Dungeon kommt. Da seht ihr auch, wann alle anderen Videos und so weiter kommen. Ja, ihr wisst auf jeden Fall dann jetzt auf jeden Fall gut Bescheid. Jeden Sonntag dann. Hab mich dazu entschieden, einfach einen Upload-Plan halt eben zu machen. Weil halt eben, ne, irgendwie dachte ich mir selber... Ich habe es, glaube ich, auch gar nicht im Video irgendwie erklärt gehabt, warum ich überhaupt einen Upload-Plan machen wollte für mich selber. Mir ist selber eigentlich aufgefallen, ich bin ein extrem fauler Mensch. Ich glaube, das ist mir schon sehr früh aufgefallen, schon sehr früh im Kindesalter. Aber ich bin ein sehr fauler Mensch. Und, ich erwische mich selber immer sehr gerne dabei, wie ich dann immer vor meinem PC sitze. Ich so überlege, okay, du hast heute kein Video oder du hast für heute kein Video, noch keins hochgeladen für heute. Eigentlich müsstest du jetzt ein Video aufnehmen, damit die Leute irgendwas zu sehen haben. Und dann sitze ich da meist da und denke mir nur so, ja, nee, heute kannst du auch mal eine Pause machen.
heute brauchst du nichts hochladen. Da wird sich schon keiner irgendwie drüber ärgern. Ja, normalerweise ärgert sich auch keiner darüber, außer ich selber, weil ich möchte konstant sein mit meinen Uploads. Giflors gewichtiges Problem. Giflor werden überall wegen ihrer prächtigen Blume geschätzt. Doch nur wenige wagen sich in ihre Nähe. Weil die Blume hochallergene Pollen ausstößt. Ich wollte gerade Polen vorlesen, das wäre natürlich ein bisschen falsch gewesen, nur weil ich selber Pole bin. Giflor beklagen sich außerdem über das hohe Gewicht der Blume, was schnell zu Ermüdungserscheinungen führt. Okay, Giflor werden wir auf jeden Fall nicht in unser Team mit reinnehmen, weil Giflor ist anscheinend noch fauler als ich und das liegt daran, weil die Blume natürlich viel zu schwer ist. Ja, nee, ist klar, Alter, das ist eine ganz gute Ausrede eigentlich für das Giflor. Oh je, du hast gar keinen Platz mehr. Ja, erzähl mir doch was an. Nein. Ich werde ganz bestimmt nicht alles. Stell dir mal vor, ich habe mich jetzt verklickt. Stellt euch vor, ich hätte mich jetzt verklickt und ich hätte alles aus meinem Inventar verkauft. Ich schwör's euch, ich wäre ein ganz anderer Mensch geworden. Ich wäre ausgerastet bis zum geht nicht mehr. So, wir haben nur 2 Top-Elixier. Na, ich guck mal, vielleicht hat er ja Top-Elixier oder sowas, was wir uns kaufen können. Ja! Oh, dann nehme ich, ich schwör's euch, das ist so krass sogar schon. Ich nehme das lieber als den Belebersamen, okay? Wir sind auf diesem Level angekommen. Und ich glaube, jetzt bin ich sogar gut vorbereitet, würde ich sagen. Komm, Geld lege ich auch nochmal ab. Warum nicht so Billy-Card? Komm, ich habe noch was zu lagern und so weiter, falls wir es wirklich verlieren, weil wir haben ja schon, wie gesagt, aus den letzten Episoden gesehen, dass die Dungeons echt nicht ohne sind. Falls wir also sterben sollten, ist es auf jeden Fall jetzt nochmal gut gelagert. Und ich glaube, von den Items her, wir haben 3 Sinelbeeren, 4 Äpfel, wir haben ganz gut Belebersamen, keine Ahnung, wie viel das ist, wir haben 3 Top-Elixier, wir haben für den Fall eines Monster... Ja, komm, Heilsamen brauchen wir vielleicht nicht unbedingt, aber es kann uns manchmal den Arsch retten. Wir besuchen einfach mal Aldi und nehmen ihn mit. Ich weiß nicht, soll ich Magnetilo auch mitnehmen? Ich muss eigentlich Magnetilo mitnehmen, aber es ist Ho-Oh. Nee, ich nehme Magnetilo nicht mit, sorry. Es ist Ho-Oh. Ich kann Magnetilo nicht mitnehmen. Nee, kann ich nicht machen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt so rein in den Weit-Weit-Berg. Immer noch so ein unfassbar ulkiger und schlechter Name. Egal, weit... Ach, jetzt habe ich schon wieder auf Nein geklickt. Ich könnte wieder ausrasten. Ich könnte wieder kotzen im Strahl. Gehen wir zum Weit-Weit-Berg, wie gesagt. Immer noch ein unfassbar beschissener Name eines Dungeons. Aber ich will mich mal nicht beschweren. Ja, es hätte auch schlimmer sein können. Weit-Weit-Berg. Ich glaube, auf Englisch war das irgendwie, wenn ich das auf Pokewiki gelesen habe, irgendwie Mount Far Away oder so. Oh, wir sehen Lunastein zumindest schon mal. Oh, die Musik. Die Musik ist aber richtig mystisch. Oh. Schnäppke. Ja, natürlich Schnäppke. Oh ja, guck mal. Er wird von Eissturm, naja, nicht mal getroffen und Aldi denkt direkt so, Alter, du willst mir auf den Schlüpper treten? Weißt du was? Ich schieße zurück. So, du kannst alles einsetzen. Wir sehen oben einen Nocturne. Oh mein Gott. Es geht auch los mit den Fallen schon wieder. Diese ganzen blöden Dungeons da, ne, mit diesen blöden Bestien und was weiß ich nicht was, sind alles vollgespickt mit Drecksfallen, ne. Das ist der Oberwahnsinn. Gab es da nicht irgendwie so eine IQ-Fähigkeit oder so? Gab es doch safe auch, ich kann mich irgendwie daran erinnern. Da gab es doch mal irgendwie so eine IQ-Fähigkeit, dass man irgendwie Fallen sehen kann oder so? Oh nein, Lebensmittel wurden ungenießbar. Auch noch ein Riesenapfel, ne. Ich hoffe wirklich. Außerdem, mir fällt gerade ein, warum... Warte mal, ich dachte gerade wirklich, das Anti-Haftfood, was ich da trage, würde meinen Magen langsamer leer gehen lassen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, nicht den Energiesparer zu nehmen. Wie bescheuert bin ich eigentlich? Ich nehme mal doch lieber Energiesparer. Ja, weil, wie gesagt, wenn ich auch schon sehe, hier sind so viele Fallen und so, ich glaube, es ergibt auch nur Sinn, taktisch gesehen, ergibt es eigentlich auch nur Sinn, wenn ich das so mache, weil ich habe halt eben wirklich keine Lust hier, die ganz... Oh, Ultra-Lag, was geht denn jetzt ab? Mein PC updatet sich oder sowas wahrscheinlich. Ich schwör's euch bei Gott, es war bisher... Ah nee, ich darf Aldi jetzt nicht verlassen. Es war bisher immer so. Ich weiß nicht wieso, aber wir haben es jetzt gerade 4.10 Uhr, ja? Gleich ist 4.20 Blazed und so. Jedes Mal, irgendwann so ungefähr um diese Zeit herum oder so, updatet sich irgendwas an meinem PC. Ich weiß nicht, was es ist, aber jedes Mal, weil mein PC laggt dann immer zwischendurch, so mitten in der... Oh, Sandsturm, ist das euer Ernst? Egal. Mitten in der Nacht, das kommt manchmal einfach vor, laggt auf einmal mein PC. Und ich denke mir dann immer so, okay, guck's mal im Taskmanager, woran liegt das eigentlich? Und dann ist es irgendein Update, immer wieder, ich weiß nicht, irgendein Windows-Update. Ich weiß nicht, warum das immer mitten in der Nacht passiert und gefühlt jetzt schon seit 3 Tagen hintereinander so ist. Aber es ist jedes Mal irgendein Update, der hier ausgeführt wird. Und der dafür sorgt, dass mein PC für kurze Zeit, so keine Ahnung, für 10 Minuten oder sowas auf einmal laggt. Und jetzt haben wir es gerade anscheinend in der Aufnahme, wenn ich es richtig sehe. Das heißt, tut mir leid für Lags. Aber ich, wie gesagt, ich kann euch alle raten,
wenn ihr gerade zumindest nichts Besseres zu tun habt oder sowas, ja, macht euch ein schönes Spiel an oder sowas, macht das Video irgendwie im Hintergrund an oder so, hört euch das an, während ihr am Zocken seid oder sowas, ja, ich kann es euch besser raten, als euch das Ganze hier anzuschauen, wie ich halt eben hier durch die Dungeons durchgehe. Das ist nicht unbedingt spannend, ihr könnt wieder raufgucken, wenn ich im Bosskampf bin, das können wir machen, ja, das können wir machen. Wenn ich gegen Ho-Oh spiele oder sowas, dann könnt ihr mal wieder euch an den Bildschirm trauen, dann könnt ihr mal wieder das Bild groß machen, das Video und so weiter und könnt euch das mal anschauen und könnt dann mal sehen, wie ich gegen Ho-Oh spiele, aber ich kann euch das raten, also das ist ja jetzt einfach wie so ein Podcast, den ich hier führe, wo ich im Hintergrund dann einfach auf irgendwie so auf so ein bisschen Gameplay halt eben habe. Mehr ist das hier halt eben nicht. Die Gegner, die hier in diesem Dungeon sind, ist mir schon aufgefallen, die sind irgendwie surprisingly einfach. Ich will es jetzt eigentlich nicht so gern sagen, weil wenn ich sage, die sind eigentlich extrem... Oh, Level 37, geil. Die sind ziemlich einfach. Dann werde ich gleich absolut aufs Maul bekommen, weil Karma mich überhaupt nicht lieb hat. Deswegen will ich das eigentlich nicht sagen, aber ich muss es eigentlich sagen, weil es ist irgendwie total einfach. Keine Ahnung. Kommt mir zumindest so vor. So, nochmal rein hier. 302 Poké-Dollar aufgesammelt. Ey, hier werde ich aber reich. Also wir fassen zusammen. In diesem Dungeon sind unfassbar schwache Gegner. Zumindest halt eben, die machen mir gar keinen Schaden und ich one-hitte sie irgendwie alle. Und man wird reich, wenn man hier durchgeht. Und man wird in die Luft gesprengt, wenn man hier durchgeht. Ich krieg 52... Ach nee, ich war ja auch auf der Falle. Die außen herum bekommen irgendwie ein bisschen weniger Schaden. By the way, ich wollte etwas nachschauen. Kann ich überhaupt irgendjemanden... Nee, potenzielle Anwärter natürlich keine. Gut, man muss dazu auch sagen, ich kaufe mir auch gar keine Partnerareale mehr. Von daher bin ich auch irgendwie so ein bisschen selber schuld. Aber sollte, glaube ich, nicht so schlimm sein. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ich glaube, Ho-Oh kann man auch irgendwie rekrutieren oder so. Ich glaube, dafür muss ich mir auch irgendwie ein Partnerareal oder so holen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Bisschen doof, aber wie gesagt, ich spiele ja sowieso kein 100%. Ist natürlich kacke, weil Ho-Oh zu rekrutieren hätte natürlich... Jetzt bin ich auf einmal im Schnee, okay? Murabbelt sich da unten auch. Wie geil ist das denn? Alter, mein Sohn. Ja, aber es hätte natürlich schon was, selbst wenn ich nicht auf 100% hier spiele. Aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, okay, ohne dem kann ich jetzt nicht mehr leben. Also so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Aber Knarre sollte Ultra-Damage trotzdem machen. Kann ich eigentlich hier irgendjemanden an... Habe ich hier unten an weiter? Geowatz und Murabbel selber? Geil, Alter. Ich kann einfach ein Duplikat oder sowas von mir hier zeugen. Aber Geowatz wäre ja auch sick. Geowatz würde ich sogar tatsächlich rekrutieren. Also, wenn wir Geowatz hier finden oder sowas, würde ich Geowatz sogar tatsächlich rekrutieren und würde den mitnehmen gegen Ho-Oh. Ey, ich schwör's euch. AP-Fallen. AP-Fallen sind die größten, beschissensten Fallen überhaupt im Pokémon Mystery Dungeon. Und ich bin ganz ehrlich der Meinung, die hätten sie niemals implementieren sollen. Das ist wirklich so unfassbar spielerunfreundlich. Ich finde, das ist so für den Arsch, dass die existieren. Ey, du machst wirklich einen riesen Dungeon oder so und dann kriegst du auf einmal eine AP-Falle hingedrückt. Das hat nichts mit Schwierigkeit oder sowas dann mehr zu tun, sondern ist einfach nur noch kacke nervig. So, jetzt genug gerantet. Oder zumindest macht es zumindest so, dass, keine Ahnung, bestimmter Effekt oder so, dass wenn man dann in der nächsten Ebene oder sowas drauf ist, wieder die AP hat oder so, dass es vielleicht nur für eine Ebene oder sowas ist. Weil, ach, das kannst du mir doch nicht erzählen, dass das gerecht ist. Eine ganze AP-Falle. Ja, soll ich jetzt, verdammt nochmal, soll ich jetzt 70 Top-Elixier oder sowas mitnehmen? Ist es das, was die von mir wollen, oder was? Ja, das kann ich aber leider nicht machen. Dafür reicht mein Inventar nicht. Ich würde es auch sehr feiern, wenn mein Inventar größer werden könnte als nur, literally nur zwei Seiten oder so. Das wäre natürlich auch ziemlich cool. Aber ich denke mal, das ist eine Utopie, die wir hier nicht so einfach erreichen können. Leider. Ja, willkommen zu Pokémon, ne? E13 sind wir tatsächlich sogar schon. Tatsächlich kommen wir wirklich schneller voran, als ich damit gerechnet hätte. Vielleicht wird das ja doch unter 50 Minuten der Part. Jetzt habe ich es wahrscheinlich gejinxt und jetzt gleich geht das irgendwie über eine Stunde oder so. Dafür, da muss ich auch wirklich aufpassen, weil ich habe jetzt momentan auch ein bisschen was aufgenommen. Ich habe beispielsweise FIFA aufgenommen. Ich habe das Ganze noch nicht geschnitten und noch nicht gerendert. Das bedeutet, es liegt noch als Rohmaterial auf meiner Festplatte. Wer es noch nicht weiß, ich benutze meine zweite Festplatte für, naja, diese Videos hier. So für OBS und Fraps-Aufnahmen und so benutze halt eben meine zweite Festplatte. Und das Problem wird jetzt also sein, wenn halt eben die Festplatte hier voll wird, weil ich halt eben da auch noch FIFA-Aufnahmen und so weiter drauf habe und weil ich weiß, dass ich nicht so viel Platz auf der zweiten Festplatte noch übrig habe, könnte es also sein, dass ich gleich dafür sorgen werde, dass meine Festplatte voll ist, dass womöglich Fraps abstürzt, dass vielleicht, keine Ahnung, Desmium auch gleich mit abstürzt oder so. Hatte ich schon alles gehabt, glaub mir. Hatte ich schon alles gehabt. Ich hatte damals, ich glaube Blaze Black 2 oder sowas war das, zu den Zeiten, da hatte ich halt eben das alles so auf die erste Festplatte draufgesetzt und da habe ich noch, Geowatz, bitte rekrutieren. Oh, schade. Und da hatte ich das so gehabt, dass ich das alles auf die erste Festplatte draufgesetzt habe und da ich sehr viele Spiele gespielt hatte, war die erste Festplatte sehr schnell voll. Und ich erinnere mich dann noch an Blaze Black 2, wie ich dann so, keine Ahnung, 10 Minuten oder sowas, das öfter... Direkt zur Treppe! Ja, Mann! Da erinnere ich mich noch daran, wie ich dann halt eben...
War ich noch mal stehen geblieben? Wie ich dann halt eben genau so 10 Minuten oder sowas so circa aufgenommen habe. Und wie ich dann halt eben literally nach 10 Minuten, ja, nach 10 Minuten musste ich dann einfach das Ganze nochmal neu spielen, weil Fraps ist ab. Ich glaube, hier muss ich den Erstaub noch nicht einsetzen. Da kann ich auch. Oh mein Gott. Aber ich glaube, da kann ich auch noch so rein. Ich glaube, ich schaffe das noch so zur Treppe eigentlich. Eigentlich sollte ich das schaffen. Komm, 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 komm. Mund hier ist ein bisschen im Weg, aber das sollten wir auch so schaffen. Ja, vor allem, weil die Gegner sind echt irgendwie schwach. Da brauche ich keinen Erstaub oder sowas einsetzen. Da warte ich irgendwie auf die höheren Ebenen oder so. Ich glaube aber jetzt, wenn ich Mund hier besiege. Ach komm, Leute, wir bekommen eh keinen Schaden. Komm, vielleicht kriege ich ja Geowatz oder sowas zum Rekrutieren. Nee, hier auf jeden Fall nicht. Unten das Geowatz ist gleich tot. Ich glaube, ich muss nur noch einen regulären Angriff oder sowas attackieren. Das Blöde ist, ich bin ein bisschen krass umsingelt. Und Aldin ist gerade nicht bei mir. Guck dir das mal an, wie umsingelt ich bin. Rekrutieren? Nein. Nein. Wir haben noch eine Chance. Geowatz hätte ich echt mega gerne. Muss ich wirklich sagen. Hätte ich wirklich gerne. Würde ich so mitnehmen. Ganz ehrlich. So, zack. Bitte, 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 bitte. Ach, komm schon. Nie Glück. Konter will ich nicht unbedingt attackieren, weil ich habe halt eben keine speziellen Attacken mehr. Also würde ich Power Punch. Oh, oh. Aber das sollte auch keinen Schaden machen. Ganz ehrlich, der macht uns sowieso keinen Schaden. Wie kann ich dafür sorgen, wenn ich das hier, glaube ich, mache, oder? Dann müsste er doch jetzt, glaube ich, eigentlich hinterherkommen wollen. Ja. Dann gehen wir einen nach unten. Natürlich. Oh, Antihaftut. Ich dachte gerade, wieder wird Lebensmittel ungenießbar oder sowas. Ich wäre abgegangen wie ein Wiener Schnitzel. Ich sag's euch. Egal. Ja, und so cleart man dann ganz einfach einen Monsterraum. So einfach ist das. Ja, wie gesagt, die Gegner sind doch einfach schwach. Das muss man auch einfach sagen. Die Gegner sind echt nicht stark. Ich möchte mir jetzt schon Top-Elixier. Ja, ich pfeife mir jetzt schon Top-Elixier rein. So, ich hab noch gut Top-Elixier. Und damit ich noch was. Also, ja, damit ich Attacken überhaupt erst wieder einsetzen kann, mache ich das mal lieber. Ich sag, Geowatz nimmt mir auf jeden Fall gerne mit. War ich eigentlich gerade stehen geblieben im Labern? Ich hab's auch schon wieder komplett vergessen, ne? Ich hab's schon wieder komplett vergessen. Keine Ahnung mehr. Wirklich. Ich hab wirklich ein Gedächtnis wie so ein richtiger Senior. Wie so ein richtiger. Alter, bin ich froh, dass die AP-Falle nicht ausgelöst wurde, ne? Oh, ich bin ein richtiger Rentner geworden. Richtiger Rentner bin ich geworden. Ultra alt. Verdammt nochmal, ey. Ich weiß schon echt gar nicht mehr, was ich sagen würde. Naja, ist ja auch egal. Ach genau, das mit der Festplatte, Speicher und so weiter. Genau. Da war es dann halt eben so. Ja, ich habe es eigentlich schon erzählt, ne? Blast Black 2 war das halt eben gerne mal so. Da hatte ich das des Öfteren gehabt. Wie gesagt, erste Festplatte und so. Das war halt zu dieser Zeit. Und da habe ich 10 Minuten aufgenommen. Und dann war das immer so, dass halt eben Fraps abgestürzt ist. Und wenn ich halt eine Aufnahme mache und Fraps abstürzt, weil ja, Desmume mache ich immer noch mit Fraps. Ich weiß nicht wieso. Es hat eine bessere Bildqualität, als wenn ich das mit OBS aufnehme. Strangely enough. Egal. Wenn ich das also mit Fraps dann aufnehme und ich den Desmume, ne, wenn ich Desmume anhabe, ich Fraps halt eben am Aufnehmen bin und dann halt eben Fraps abstürzt, ja, dann ist es immer so, dass Desmume gleich mit abstürzt. Ich weiß nicht, was für ein Fehler das ist. Ich weiß auch nicht, warum dieser Fehler überhaupt existiert und warum der überhaupt auftritt. Auf jeden Fall tritt er auf und das war immer extrem nervig, weil wie gesagt, es ist öfteren aufgetreten. Meine Lernkurve war nicht so ganz souverän. Weswegen ich das dann das Häufigeren hatte, während meiner Blaze Black 2 Challenge und Nassau Challenge Zeit. Und dann war das halt eben des Öfteren dann so, dass ich dann wirklich dann so, keine Ahnung, 10 bis 15 Minuten in einem Part einfach nochmal spielen musste, weil am Ende alles abgestürzt ist. Dann habe ich dann immer halt eben, ne, damit ich das wieder nachspielen kann und so, dann habe ich das, habe ich halt so ein paar Sachen gelöscht, damit die Aufnahme natürlich ein bisschen länger gehen kann als nur diese, ja, 10 Minuten und so, ist ja logisch. Aber ich schwör's euch, dann habe ich wieder komplett vergessen, das alles wieder aufzuräumen. Dann bin ich da direkt an der nächsten Aufnahme. Dann geht die wieder irgendwie 20 Minuten oder was weiß ich nicht was. Ist wieder viel zu viel für meine Festplatte. Und dann ist wieder alles abgestürzt. Ja, das ist mein Leben. Hallo, ich bin Marcel. Und das ist mein Leben. Das ist meine Geschichte. Und somit, so bin ich YouTuber geworden. Ja, es ist extrem nervig gewesen damals. Ich habe jetzt schon irgendwie, ja, ich habe 5000 Pokédollar. So war das damals. Ich bin dumm gewesen, aber man lernt ja auch aus seinen Fehlern, ja? Zumindest im besten Falle lernt man aus seinen Fehlern, ja? Ne? Man soll ja aus seinen Fehlern lernen und so, ihr wisst Bescheid. Und das habe ich dann auch jetzt getan, ja? Dafür habe ich mich auch gekümmert. Ganz einfach, weil ich mega faul bin und keinen Bock auf euch alle habe, werde ich euch alle jetzt versteinern und werde wegrennen. Also nee, das muss ich mir ja beim besten Willen nicht bieten lassen. Ihr könnt mich mal alle fett am Jagon. Da habe ich keinen Bock drauf. Nein, viel zu viele Monsterräume hier.
Und das muss nicht sein. Schnee, noch viel geiler. Jetzt sind die Eis-Pokémon. Ich weiß nicht, ob es hier überhaupt irgendwelche Eis-Pokémon, genau. Wenn hier irgendwelche Eis-Pokémon halt eben sind oder sowas. Ich weiß gar nicht, überhaupt hier welche sind. Aber falls hier welche sind, sind die jetzt auf einmal komplett auf Speed. Und sind auf einmal doppelt so schnell. Also es ist wirklich so, als hätten sie Agilität oder so eingesetzt. Ich glaube, das war dieser Effekt irgendwie von Schnee. Hier in dem Spiel oder so. Also unfassbar nervig. Aber ich glaube, hier waren gar keine. Das erinnert mich so ein bisschen an diese eine Blizzard-Höhle oder so aus Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel oder so. Da waren immer Botogels. Ich erinnere mich noch ultra krank daran. Die haben mich komplett abgefuckt. Der Dungeon ging auch irgendwie so 35 Ebenen oder was da war. Und der hat mich komplett abgefuckt, weil es war so... Ist das ein Monsterraum? weil erstmal der Dungeon ging halt eben so lang. Und zweitens, da waren halt eben auch immer an jeder Ecke Dungeon-Räume. Oder nicht Räume, Dungeon-Ebenen. Natürlich paralysiert er mich sofort. Dungeon-Ebenen. Wo wirklich immer Schnee war. Und da war immer alles voll mit Botogels, ja. Und die Botogels kriegen dann immer, wie gesagt, so einen Agilitätsschub einfach. Als hätten sie Agilität halt eben eingesetzt. Das Problem ist außerdem, das Geschenk ja ein... Oh mein fucking Gott. Das Geschenk ja eben eine Fähigkeit... Ey, ist das euer Scheiß ernst jetzt? Mann, wie viele denn noch? Ja, natürlich ist noch eine AP-Falle hinterher. Das habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das denn für ein Minenfeld? Oh, sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen lauter geworden bin, aber das ist ja wohl eine Oberfrechheit. Ein Aquaknarriss natürlich. Warte mal, ich setze mal zum allerersten Mal Surfer ein. Oh, geile Animation noch, by the way. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Und die Botogels, Geschenk ist ja immer random, ob man heilt oder ob man Schaden macht. Und der Schaden ist ja auch immer random. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie nervig das war, wenn die einen Agilitätsboost hatten. Vor allem hier im Pokémon Mystery Dungeon ist das extrem scheiße, weil die können sie auf einmal irgendwie so zweimal attackieren oder so hintereinander. Wenn sie dann so einen Agilitätsboost haben, plus eine Attacke, die nach einer Variabilität, oder nach einer Variablen halt eben Schaden macht, oder halt eben teilt, und dann halt eben, ne, alles voll mit Botogels, alle halt eben auf diesen Speed-Effekt, könnt ihr euch vorstellen, wie scheiße das ist, vor allem irgendwie bei 35 Ebenen oder so bei diesem Dungeon, meine Fresse, diese ganzen verkackten Fallen hier, ey, das fuckt ultra ab. Komm, Gutexo, Pilzspore, ich bin eingeschlafen. Warum bin ich eingeschlafen? Der ist da unten. Warum bin ich eingeschlafen? Sag mir nicht, Pilzspore ist eine Attacke, die komplett den gesamten Raum einschläfert. Wenn dem so ist, ist das ja mal die oberste OP-Attacke überhaupt. Alter Schwede, da wirst du echt verrückt hier. Da wirst du wirklich verrückt hier. Können wir einfach bitte, bitte einfach nur die verkackte Treppe befinden? Es reicht nicht mal aus, um die hier zu killen. Und der ist gleich tot hier, der Aldin. Plosivsamen, brauchen wir auch nicht so einen Schwach. Okay, weißt du was, bevor du mich hier gleich wirklich umkippst. Wobei, nee, sterb mal. Du hast keine AP. Das ist okay. Nee, warte mal, ich warte, bis du stirbst. Ich bin so satanistisch. Komm, ja, sehr gut. Weil jetzt hast du wieder AP auf deinem Feuersturm. Sehr gut. Da haben wir uns das mal gespart. Belebersamen hin oder her. Wie gesagt, die Pokémon, die hier sind, sind sowieso sehr schlecht. Ich kann mich daran erinnern, dass hier auf Ebene 30 sich irgendwie so ein Item Sympathie, heißt es oder so, sich befinden soll. Smogmog! Können wir dich rekrutieren? Warte mal. Anwärter. Tyrakrok. Oh, Tyrakrok, wie sick wäre das denn? Ah, nee, das hat doch irgendwie Levitate, ne? Schwebe. Oh mein fucking Gott. Könnt ihr einen alle hier vergiften oder was? Seid ihr nervig, schwindelig vor Hunger? Wir sollten was essen. Riesenapfel, bevor das irgendwie mit Schleim kostet oder sowas. Maximaler Volumen wächst? Okay, warum auch nicht? Nein, ich möchte noch das Item Sympathie, was sich hier irgendwo befindet, aufheben. Hab ich das gerade richtig gesehen, dass hier ein Phenontor irgendwo durch die Gegend lungert oder so? Das macht mir vielleicht ein bisschen... Ja, Phenontor. Das macht mir vielleicht ein bisschen Angst, weil das Teil jetzt auf Speed ist. Wie gesagt, durch den Schneeeffekt. Oh, da sieht man es. Oh, das ist dann auf Speed, Junge. Surfer, wie viel Schaden mache ich? Gar nichts. Man sieht es auch schon, wie der auf Speed halt eben ist, weil er sich viel schneller bewegt als sonst. Aber er greift nicht zweimal hintereinander an. Oh, ich habe ihn immer noch... Hagelsturm, danke, da bist du nicht mehr so schnell. Du bist ein Idiot, ey. Gibst dir die Stärke, die du hast, einfach weg. Weil er hat irgendeine Fähigkeit oder sowas, wie Snowcloak oder so. Weiß ich gerade gar nicht. Wenn dem so ist oder so... Oh, ja, Hagelsturm schon wieder weg. Plosivsamen von Digtree? Ach Gott. Habe ich das falsch gelesen? Ich hätte schwören können, auf Ebene 30 befindet sich das Item Sympathie irgendwo. Das Item Sympathie hat irgendwie dafür gesorgt, dass Rekrutierung von Pokémon irgendwie erhöht wird. Oh mein fucking Gott. Wir kommen da nie hin, glaube ich. Gibt's das Item hier überhaupt? Muss ja... Ich könnte schwören. Ich könnte schwören, dass ich das gelesen habe. Ja komm, töte mich. Bin ich sogar für. Bin ich sogar für, weil dann habe ich auch wieder AP. Das Item ist hier auch nicht. Natürlich nochmal direkt eine Falle. Verteidigung sind, klar. Komm, und jetzt müsste ich sterben. Zack. Sehr geil.
Oh, nur mit Schlüssel. Ja. Ja, die Sprengfalle habe ich mir nochmal verdient. Ich bin den ganzen Weg jetzt hier außen herumgelaufen, nur um ein Item zu gesucht zu haben, das ich gar nicht holen kann, weil ich keinen fucking Schlüssel habe. Wir haben in unserer, vor allem in unserer gesamten Laufbahn jetzt hier in Pokémon Mystery Dungeon nicht einen Schlüssel aufgefunden. Also wenn das nicht mal Glück ist, ey, dann weiß ich aber auch nicht, ne? Also wenn ich kein Glück habe, ne, dann weiß ich aber auch echt nicht. Naja, weiter geht's. Wir sind ja nur noch 10 Ebenen entfernt davon. Was ich sehr schön finde. Oh, was ein Raum hier. Was ich sehr schön finde. Weil dann kommen wir immer näher an Ho-Oh. Das Geilste wäre jetzt natürlich, wenn das absolut so ein richtiger Psych-Move jetzt wäre. Dass hier so die Pokémon hier mir gar keinen Schaden machen mit ihren Attacken. Und jetzt einfach gleich Ho-Oh der Boss schlechthin ist. Oh Mann, er setzt die ganze Zeit Doppelteam ein. Oh nein, ey. Geh keinem auf den Sack, bitte. Ja, jetzt treffen wir gar nichts mehr. Ja, und Schutz. Okay. Team, Taktiken, weg von hier. Renn einfach weg. Wir müssen uns dieses Phenontor echt nicht geben. Aldi, wir müssen uns dieses Phenontor echt nicht geben. Tyrakrok können wir aber, oh oh. Tyrakrok will ich aber gerne rekrutieren, wenn es geht. Wenn wir uns den echt mal holen können. Komm, bitte, bitte, komm, komm. Komm, bitte, 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 bitte. Och, Mann, nie Glück, hätte ich Sympathie. Hätte ich Sympathie. Hagelsturm. Nein, Phenontor geht... Fuck this shit, I'm out, Alter. Ich muss hier weg. Doch, wer ist so Schutzschild? Warte, fuck, 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 ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Aldin. Aldin, verlass mich nicht. Aldin. Gleich friere ich ein. Aldin, komm wieder. Aldin, ich brauche deine Hilfe. Ach du Scheiße, noch mehr Hagelsturm. Ach du Kacke. Ich das sind jetzt so 30 Pokémon hinter mir her. Sackgasse, ich muss hier runter. Oh nein, er kann es noch attackieren. Grimasse ist okay. Nein, ist nicht okay, wenn er trifft. Finale! Nein, 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 nein. Ich steck fest. Surfer macht Ultraschaden jetzt. Ja. Frustration, brauche ich gar nicht. Egal. Oh, ein Schaden nur. Weg, 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 weg. Ich hoffe, Aldin stirbt da oben jetzt nicht oder so. Ich hoffe, der kann wegrennen. Weil Aldin kriegt auf jeden Fall keinen Schaden gerade. Aldin hat Angst, es hebt das alte Plosivsamen nicht auf. Da ist ein Tyrakrok hinter ihm. Was geht hier ab? Ich wähle ein Shortcut. Warte, warte, hier ist ein Shortcut. Eisstrahl die ganze Zeit. Nein, Aldin stimmt gleich. Aldin stimmt gleich. Ich auch. Weg von hier. Alter, nein. Ich muss hier weg. Aldin ist tot. Egal, wir haben genug Belebersamen. Zack. Oh mein Alter, die Verfolgungsjagd der Gegner. Wie viele, jetzt mal ohne Mist, ne? Jetzt mal ohne Mist. Wie viele Monsterräume hier auf einmal sind, oder? Ist euch das mal aufgefallen? Das kann doch gar nicht sein. So viele Monsterräume. Ja, leck mich fett, ey. Da habe ich wirklich nicht mit gerechnet. Das ist echt krass. Oh, ich muss aufpassen. Nein, bitte triff. Oh, Alter, ey. Die machen auf einmal doch wieder Schaden, kann das sein? Aus dem Nichts vor allem. Warum? Ihr habt die ganze Zeit wirklich gar keinen Schaden gemacht. Und jetzt auf einmal ballert ihr hier einen Schaden nach dem anderen raus. Aber auch Ultraschaden. Quiet down, Leute. Kommt mal wieder ein bisschen runter. Kommt mal wieder auf den Boden der Tatsachen. Wenn jetzt gleich wieder so ein Monsterraum kommt oder sowas, dann habe ich wirklich wieder ein Problem. Weil dann muss ich wieder komisch all den jetzt hier gleich wegschicken und so. Bitte gib mir einfach die nächste Treppe. Es sind nicht mehr viele Stufen. Dann sind wir schon angekommen bei Ho-Oh. Ja, dann sind wir schon bei diesem Meister hier angekommen. Bei Meister Ho-Oh und so. Ja, einfach... Ach, egal. Ist nur ein plötzlicher Anfall von Lahmheit. Kenne ich nicht anders. Ist relatable. Ist aus dem Real Life auf jeden Fall relatable. Einfach schnell hier durch. Einfach so schnell es geht hier alle möglichen Treppen suchen. Oh, das könnte wieder ein Monsterraum hier sein. Nee, auch einfach schnell die ganzen Treppen hier suchen und dann weg. Lahmheit ist okay. Solange es keine AP-Falle ist, bin ich sehr zufrieden damit. Dann ist es für mich eine gute Falle. Wenn es keine AP-Falle ist, ist es eine gute Falle. Ne, okay, es gibt auch Scheißfallen. Zum Beispiel mit Schleimkost und so. Weil wenn ich irgendwann halt eben wirklich die Äpfel brauche und so, sind auf einmal alle zu Schleimkost geworden. Bitte, 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 bitte. Nein, 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 AP-Falle. Ich hasse euch alle. Warum? Von allen Fallen ist es immer die AP-Falle, die da kommt. Einfach den nächsten, bitte. Nächste Treppe. Oh, das ist schon wieder so ein Layout hier. So ein Dungeon-Layout. Das ist der größte Scheiß. Wenn das halt so richtig verzweigt ist, aber so übel verzweigt ist. Oh, jetzt brauche ich Ultra-Glück, ne?
Oh, ich gehe. Wo gehe ich lang? Was ist das Beste? Tyrakrok, können wir dich irgendwie rekrutieren? Das wäre natürlich auch ganz cool. Nein, warum? Vor allem jetzt auf dieser Ebene, wo ich so viel durch die. Und ich treffe nicht. Ey, Mann, wie viel Pech. Jetzt muss ich auch noch hier so doof durch die Gegend laufen. Und diese Treppe suchen, die ultra verwinkelt jetzt, die irgendwo drin hängt. Oh, man merkt, Alter, das Layout hier enjoy ich mal gar nicht. Okay, da oben ist nichts. Aldin, gut, dass du auf mich gewartet hast. Ich guck mal hier unten, ja? Oh, oh. Aldin, komm wieder. Aldin, komm wieder. Okay, dann, okay, pass auf. Wir sind auf uns alleine gestellt, okay? Ich bin mir sicher, du packst das. Nein, Schaufler setzt dich nicht ein. Das kann Ultraschaden machen. Wobei, hat Aldin gerade irgendwie so 5 Schaden bekommen oder so? Wie auch immer. Egal. Ich kümmere mich gar nicht darum. Solange Aldin sich darum kümmert, da oben nicht zu sterben, bin ich sehr zufrieden. Aber läuft da oben irgendwo lang. Ist da oben irgendwo ein... Nee, ist nur so ein Gang. Oh, als ob wir die Scheißtreppe... Da. Nein, ich kämpfe auch gar nicht gegen dich. Na, knirsch mich so viel du willst. Wobei, nee, Hagelsturm ist geil. Weil jetzt kann ich einfach cheesen. Nein! Nein! Als ob... Als ob für Nontor. Als ob für Nontor. Ey, komm schon. Wir haben gleich wirklich keine Belebersamen mehr, ne? Wir haben gleich keine Belebersamen mehr. Und ich dachte, das wird ein Easy-Peasy-Dungeon. Nachdem ich gesehen habe, wie wenig Schaden die alle hier machen. Ja, man muss es immer positiv sehen. Zumindest so ein bisschen. Man muss es auch so ein bisschen positiv sehen. Immerhin habe ich halt wieder AP. Ne? Ich habe, nachdem ich hier meine Lehmschelle und so weiter wieder verloren habe. Triplette, wenn du mich jetzt... Das passiert nur mir. Das kann niemand anderem passieren, außer mir. Kill das Teil, genau. Und jetzt bitte kill das Dickdrich. Ich kann's ja eh nicht besiegen. Dankeschön. Oh, geil. Okay, wir kommen Glurak immer näher. Aldin ist bald ein geiles Glurak. Und dann könnte ich rein theoretisch mir auch Erdbeben beibringen, ne? Weil wenn ich dann mit Aldin, natürlich nur mit Aldin, nicht mehr Magnetilo wird natürlich absolut sterben. Wenn ich dann mit Aldin durch die Gegend halt eben latsch, dann werde ich auf jeden Fall Erdbeben einsetzen können, weil er fliegt natürlich und so. Und Erdbeben ist ein ultra starker Attacke, trifft auch alle. War da oben gerade die Treppe? Bitte sag mir, da war die Treppe. Bitte. Als ob das jetzt vor allem auch wieder so lange dauert. Ja, da war's. Als ob das jetzt auch schon wieder so lange dauert, bis wir wieder weiterkommen und so. Nein. Ich habe keine guten Erinnerungen gerade an Eisstrahl gehabt, ey. Muss mir jetzt auch nicht weiterhin damit auf den Sack gehen oder so. Hagelsturm, noch mehr Residual Damage. Meine Fresse, nochmal eins. Ich glaube, noch besser nerven kann man mich auch gar nicht oder so, ne? Durch diesen Dungeon hier zu gehen. Also ohne Scheiß, Leute. Wenn ihr noch nicht das Video geliked habt, ich glaube, jetzt ist der gute Zeitpunkt dafür. Denn ich glaube, ich habe mir das so langsam auch so ein bisschen verdient. Es ist schon wieder so ein verwinkelter Scheiß, oder was? Nein, nein. Warum? Warum tut man mir sowas an? Und dann auch noch mit Hagel. Das bedeutet, ich kann auch noch so wenig laufen, weil ich jetzt die ganze Zeit Damage bekomme. Ja! Nein, ich möchte rein. Bitte, nein, lass mich doch zur Treppe. Als ob. Lass mich doch. Alle gehen zu mir nur noch auf den Sack. Alter, ey. Das ist doch auch schon wieder richtig Pech gewesen, was ich jetzt schon wieder gehabt habe, ey. Ich werde verwirrt nochmal kurz. Ja, cool bist du. Ich werde nochmal verwirrt kurz vor der Treppe. Ey, komm. Also, ich werde nur verarscht. Nur noch verarscht. Ich schwitze richtig, weil ich es nicht fassen kann. Ich glaube, ich brauche nach dieser Aufnahme direkt eine Dusche. Um 4.34 Uhr in der Nacht. Ich glaube, mein Vater, der wird mich... Wisst ihr, was mein Vater machen wird, wenn ich mich jetzt hier gleich wirklich... Kein Scheiß. Wenn ich jetzt gleich, ne? Um 4.34 Uhr mich gleich in die Dusche geselle und so weiter. Mein Vater muss ja morgen früh arbeiten eigentlich. Der pennt ja jetzt, oder was heißt morgen früh? Er muss jetzt halt eben in circa einer Stunde circa aufstehen und muss halt zur Arbeit. Er hat eine Frühschicht heute und so. Ich sag's euch aber, wenn ich jetzt duschen gehen würde oder so, der wird aufstehen, der wird die Duschtür aufmachen, der wird einfach nur zu mir sagen, du bist ein Vollidiot, Marcel. Wird die Duschtür wieder zumachen, wird wieder ins Bett gehen und wird mich am nächsten Tag darauf ansprechen und wird sagen, Marcel, was ist eigentlich in dich gefahren, dass du um 4 Uhr in der Früh duschen gehst. Und Leute, ich kann dann auch nicht sagen, so von wegen so, ja, ich habe geschwitzt oder so. Weil du gehst nicht um diese Uhrzeit duschen, wenn du nicht irgendwie Frühschicht oder sowas hast. Das muss man einfach so sagen. By the way, Frühschicht, da kann ich auch nochmal ein ganz cooles Thema hier anschneiden.
Und zwar hier in der Nähe sucht so ein Getränkemarkt momentan bei uns, natürlich begrenzter Falle, sucht momentan bei uns ein Getränkemarkt nach Mitarbeitern. Ich habe mir gedacht gehabt, komm, ich habe sowieso momentan ja nichts zu tun, wer es ja nicht weiß, ich mache ja momentan einfach gar nichts. Und ich habe mich dazu entschieden, mich dafür einfach mal zu bewerben. Drück mir die Daumen, ja, normalerweise müsste absolut grünes Licht dastehen, weil ich halt eben, man kann es eigentlich nie anders sagen, ich bin der Einzige wahrscheinlich, den sie bekommen können, der wirklich flexibel ist. Also, der ultra flexibel ist. Die suchen nämlich eine Aushilfe und so. Und da dachte ich mir so, komm, okay, bewirbst du einfach mal dafür. Kannst halt ein bisschen Geld verdienen, du hast ja sowieso nichts zu tun. Und ich bin ja momentan Aushilfe, weil ich momentan ja gerade gar nichts mache. Ich bin ja flexibel bis zum geht nicht mehr. Die haben mich gefragt gehabt so, ja, wie ist denn das eigentlich so, wie kannst du eigentlich arbeiten, ne? Und dann meinte ich so, dann, wann ihr mich braucht. Dann meinte sie so, ja, morgens, mittags, abends, wie sieht's denn aus? Ich so, immer. Wenn ihr mich morgens braucht, bin ich da. Wenn ihr mich mittags braucht, bin ich da. Wenn ihr mich abends braucht, ich bin da. Und wie gesagt, finde mal eine Aushilfe. Ja, ich betone eine Aushilfe, die so flexibel ist. Deswegen denke ich einfach mal, ich gehe einfach mal von dieser Gunst aus, dass ich der Prädestinierte bin dafür und dass die keinen anderen finden, der so flexibel ist und dass ich dann genommen werde. Ich hoffe es einfach mal. Drückt mir bitte die Daumen. Es wäre sehr geil, weil wie gesagt, ich habe nichts zu tun. Und ich würde mich sehr darüber freuen, ein wenig Geld zu verdienen und zu arbeiten. Ich meine das wirklich ernst. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf diesem Planeten, der sagt, ich möchte jetzt bitte gerne arbeiten. Und das liegt ganz einfach daran, weil ich außerhalb von irgendeinem Praktikum noch nicht gearbeitet habe. Was ich einfach ändern möchte. Zumal ich einfach Geld verdienen möchte langsam. Ich hab nix. Ich hab nix in meinem Leben. Ich brauche Geld. Ich meine, klar, okay. Das liegt natürlich absolut im Kontrast, wenn man sich jetzt überlegt, so, ja, du hast als letztes 3000 Euro im Stream gespendet bekommen oder so. Es wäre auch schön, wenn ich diese 3000 Euro bekommen könnte. Aber die habe ich immer noch nicht. Weil, PayPal immer noch nicht dafür gesorgt hat, dass ich das Geld bekommen habe. Da gab es ja so ein paar Komplikationen, wer es nicht mitgekriegt hat. Egal, wir sind jetzt angekommen. Ebene 40, das heißt, sieht das geil aus. Exzellent. Ich kann jetzt nicht so eine Stimme oder sowas machen, weil, ihr wisst schon, es war eine weite Reise, um hierher zu gelangen. Zahllose Herausforderungen erschwerten den Weg. Viele gefährliche Dungeons galt es zu meistern. Und am Ende wartete der höchste Gipfel des Weit-Weit-Berges. Wahrlich, dies ist nur den Auserwählten vorbehalten. Jedoch, dies ist noch nicht das Ende. Sag mal, kommt da Groudon? Warum bebt die Erde, wenn Ho-Oh runterfliegt? Egal. Ich bin Ho-Oh. Ich erschaffe den Regenbogen am Himmel. Nur wer auch mich im Kampf besiegt, wird diesen Berg wahrlich meistern. Dies ist die letzte Herausforderung. Es soll beginnen. Und es geht los. Gegen Ho-Oh, ich bin sehr gespannt. Feuersturm und Flammenwurf kann ich bestimmt erstmal wegmachen, genauso wie Metallklaue. Dann bleibt noch Geheimpower. Und ich glaube, ich kann wirklich nur Aquaknarre, Lebensschelle. Ich kann wahrscheinlich nur Aquaknarre und Surfer einsetzen. Das heißt, komm mal her hier. So, und Surfer, let's go. Ich guck mal, wie viel Schaden das macht. Kein Schaden. Ich setz mal Lehmschelle ein, damit der nichts mehr trifft. Alter, warte mal. Ist die Sonne? Nee, Sonne ist gar nicht. Warum macht Lehmschelle genauso viel Schaden wie Surfer? Kann mir das jemand mal in die Kommentare schreiben? Weil das Wetter ist klar. Es ist nicht mal Sonne da. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Wie gesagt, ich setz einfach weiter hier Lehmschelle ein. Geheimpower kann er schon nicht mehr einsetzen. Ich setz mal Flammenwurf ein. Einfach damit er nichts mehr trifft, setz ich das ganze Lehmschelle ein, damit seine Genauigkeit absolut in den Keller senkt. 20 Schaden, jetzt auf einmal nur. Er trifft nicht Feuersturm, glücklicherweise. Das hätte auch ein bisschen anders ausgehen können. Ich meine, okay, wir treffen mit Feuersturm auch nicht wirklich häufig. Aber ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal mit den ganzen Schnelligens hier mit Lehmschelle. Hoffe ich jetzt einfach mal. Oh, 91 Schaden. Okay, der ist... Okay, wir sind dem nicht gewachsen. 39, das macht genauso viel Schaden wie Lehmschelle. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Vor allem, weil Lehmschelle ist auch noch nicht sehr effektiv und Surfer ist sehr effektiv. Und das kriegt auch Step. Ich verstehe es nicht. Wie gesagt, wenn es mir jemand in die Kommentare wenn es jemand weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich muss es irgendwie wissen. Das wird jetzt wirklich ein. Wir krebsen uns jetzt hier wirklich durch den Kampf. Warte, ich muss mich mal mit dem Top-Elixier abwerfen, mein Freund. Wir krebsen uns jetzt hier wirklich mit so einem niedrigsten Schaden weg. Ich hoffe, wie gesagt, dass die Belebersamen ausreichen. Plus die AP, die wir noch haben oder so. Weil das wird jetzt einfach nur noch ein. Hey, ich mach dir irgendwie. Ich poke dich, ja. Bodyguard kannst du meinetwegen einsetzen. Das ist jetzt so ein, hey, ich kitzel dich mit unseren Attacken. Du kannst uns potenziell One-Hit-KO'n. Aber hoffentlich triffst du nichts. Aber ich habe ihn auch ziemlich häufig
Ich würde sagen, ich hab auch ziemlich häufig Dingscanes eingesetzt, Lehmschelle. Ich habe seine Genauigkeit ziemlich häufig gesenkt, von daher, er sollte ziemlich selten eigentlich treffen können. 20 Schaden nur. Ich mache genauso viel Schaden wie mein Kumpel mit Flammenwurf, obwohl es nichts effektiv ist. Und Flammenwurf kann jetzt schon nicht mehr eingesetzt werden. Das ist ja ein Traum. Das ist zwar geil, Power ein, damit wir ihn paralysieren können, komm. Kann auch mal sterben. Dankeschön. Ja, wo besiegt. Weit, weit weg gemeistert. Teampartner. Lol. Abenteuerspeicher, nein. Ach, es passiert gar nichts. Es passiert gar nichts? Hä? Ah ne, wir können es wirklich nur rekrutieren, wenn wir auch wirklich beim zweiten Mal da sind. Da steht nämlich auf der Spitze, dass nach einem Sieg über, genau, zweiten Besuch rekrutiert werden kann. Steht hier nämlich auf bei der kompletten Lösung, die ich jetzt gerade nochmal heimlich angeschaltet habe. Wir bekommen gar nichts? Wir können nicht mal mit Ho-Oh reden oder so? Hä? Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas oder so. Ich kann mich dran erinnern. Vor allem, weil hier steht noch, wenn der Spieler Ho-Oh besiegt hat, muss dieser zurück zum Pokémon-Platz. Okay, dann gehen wir gleich mal zum Pokémon-Platz. Da muss er jetzt gleich ja sich Pandy anscheinend befinden. Okay, interessant. Und danach werden wir eine andere Mission machen. Das ist dann tatsächlich sogar schon die letzte Mission, die wir machen, ne? Also da gehört noch ein bisschen was dazu oder so und so, aber Seerettung erfolgreich. Aber das wäre dann die letzte Mission, die wir auf jeden Fall machen für das Let's Play hier. Gestern konnte das Team Seedrachen im Rahmen einer Hochseerettung im Sturmmeer Tentacha retten. Hatten wir da nicht eine Mission mit Tentacha? Egal. Der Klient Corazon war über dieses Ereignis hocherfreut. Tentacha dazu, ich wusste gar nicht, dass mich so weit herausgetragen würde. Ja, das Sturmmeer ist gnadenlos. Das stimmt, das muss man wirklich sagen. Jetzt muss ich ja Pandir hier befinden, wenn ich das richtig gesehen habe eigentlich. Wo ist Pandir? Pandir! Wurde ich verarscht? Hä, ich habe doch alles richtig gemacht. Jetzt muss ich hier irgendwo Pandir befinden. Das steht auf jeden Fall so, dass Pandir sich hier irgendwo befindet. Und dass sich Pandir freut oder so. Hier steht nämlich, pass mal auf, hier, um die Kammer zu... Nein, auf der Ebene 40 wartet das legendäre Pokémon Ho-Oh. Wenn der Spieler Ho-Oh besiegt hat, muss dieser zurück zum Pokémon-Platz und Pandir davon berichten, was passiert ist. Dieser, darauf verlässt er voller Freude den Platz. Ist der hier oben irgendwo? Erstmal... Ja, hier! Ach so, okay. Nee. Was? Du hast das Illusion, Pokémon gesehen, was ist das was für ein Pokémon war es? Verstehe. Heißt also Ho-Oh. Ah, verstehe. Wahrlich, ich beneide dich. Oh, da fliegst du erstmal aufs Maul. Ich, du, ach, du hast mir die Augen geöffnet. Naja, die Augenränder habe ich immer noch, aber was lernen wir daraus? Niemals aufgeben, denn wenn du aufgibst, dann ist alles vorbei. Danke, du hast mich motiviert, meine Reise wieder aufzunehmen. Ich werde wieder die Welt der Pokémon bereisen, um seltene Pokémon zu finden. Vielleicht sogar vor dir. Lebe wohl. Tschüss, Pandir, und fall nicht hin, auch wenn du so ein bisschen rumtaumelst. Und das sieht nicht wirklich sicher aus, was du da tust. Schaffst du das? Pandir. Pandir? Ich glaube, Pandir hat es geschafft. Wie dem auch sei, Leute, das war's mit der heutigen Episode von Pokémon Mystery Dungeon. Ich habe jetzt nur eine ganz wichtige Frage, ja? Das nächste an die Leute, die sich mit Pokémon Mystery Dungeon auskennen, weil hier hilft mir PokéWiki leider nicht weiter. Die nächste Mission, die ich machen möchte, ist Team Übel. Ich möchte unbedingt Team Übel machen, ja? Und da ist es jetzt sehr wichtig, ich möchte gerne von euch wissen, wie kann ich die Mission von Team Übel triggern? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, das würde mich extrem interessieren. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass Rettern und Meditalis beim Velsa-Weiher sind. Wenn ihr wisst, wie ich das machen kann, bitte sofort in die Kommentare. Dankeschön. Das war's mit der heutigen Episode. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Kostjankowski und bye bye. Haut da rein.